Ja, da Leute. Also, wir haben gerade so, ich habe gerade so ein bisschen nachgeguckt und das ist ex man kann anscheinend diesen Kohledust nur machen mit einem Macerator. Und der Macerator benötigt Strom. Aber wir haben ja keinen Strom. Dafür wollten wir ja eigentlich die Dinger haben. Folgendermaßen, wir fangen an mit Wassermühlen. Wir haben nämlich einen Generator und wir be bekommen da zwei. An die Wassermühlen schließen wir dann einen Macerator an und mit dem machen wir Kohledust. So Und ganz das muss einfach. man wissen. Ja, und zwar werde ich die Wassermühlen, weil ich einfach mal so Fan bin, einfach hier ein Loch in unseren Boden rammen und Kevin wird Eimer bauen und Wasser holen. Ach, das werde ich machen. Das wirst du machen. Hier. Und da wird eine unendliche Wasserquelle vorerst entstehen. Das ist alles nicht einfach. Ich muss mal gucken, wie tief ich das machen müsste, theoretisch, damit wir die Dinger da reinpumpen können, weil die müssen ja von den möglichst vielen Seiten im Wasser rein. Also wir machen das einfach so und dann kommen die genau hier nebeneinander hingeplättet. So, Wassermühlen baut man ja mit am einfachsten. Und zwar vermittelt ein Generator, den wir hier jetzt schon haben. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Zwei Wassermühlen. Wassermühlen hinklatschen. Und das weg. So, jetzt die Frage, wie kriegen wir. Jetzt müssen wir das nur noch voller Wasser kriegen. Und Ende im Gelände. Das kann ja eigentlich nicht allzu schwer sein. Es regnet Holz. Was? Es regnet Holz. Bin hier gerade im Dschungel. Ach, dann bring mal ein paar Saplings davon mit. Wir können uns so. Ich würde gerne mal so ein paar Bäume hier hinklatschen. Oh, bin dabei. Wir hätten es theoretisch auch einfacher machen können, die Dinger einfach hier am Wasser haben können. Aber dann hätten wir den Macerator nicht bei uns in der Wohnung. Das wäre ja kacke. Bam, bam. Deswegen machen wir uns jetzt die Umstände und versuchen irgendwie das Ding voller Wasser zu bekommen. Geht doch nichts. Ich weiß gar nicht, ob das Wasser überhaupt still sein muss. Auf jeden Fall müssen die von allen Seiten im Wasser sein. Kann auch nicht so schwer sein. Fuck man, Digga, es wird Nacht. Und ich bin hier irgendwo im Kaff schon. Das ist ja witzig, ich höre die ganze Zeit so leicht Wasser platschen. Niedlich. Ach, jetzt ist nur noch eine Sache nicht still. Muss ich denn dafür Wasser platzieren, damit das still wird? Hä? Was ist denn das für ein Fehler? Warum ist das nicht still? Warum ist das nicht still? Das verstehe ich nicht. Machen wir erstmal dazu. Wieder weg. Ich will hier nicht so ein Planschewasser haben. Das soll verdammt nochmal still sein. Jetzt. Nee, jetzt fließt das da noch. Ach, interessiert mich. So, wir haben jetzt zwei davon und jetzt brauchen wir eine Bedbox. War ziemlich schwer zu craften, glaube ich. Das hatte ich letztes Mal schon. Das war ziemlich scheiße. Bedbox. Ach, drei Batterien. Holz, Kupferkabel. Wie mach. Ah, jetzt muss ich nochmal gucken, wie meine Battery macht. Zinn, ein. Okay, drei Batterien brauchen wir. Eins, das vier. 12, 10. Ja, das müssen wir alles eigentlich dabei haben. Zinn haben wir gar nicht dabei, das müssen wir eigentlich alles haben. Und ich stecken ja kaum. Dann, wie war das gerade eben? So. Nee. Doch? Nee. Das müssen wir tauschen. Bad Box. Bad Boys.
bad boys, what you wanna do when I come for you? So, das als Copyright angegeben. Weil ich das selber gesungen hab, ne? Ja, weil das so perfekt nachgesungen war. Ja, ich weiß. Kupfer, Kabel. Ich bin froh, das wäre echt so. Die gehen mal wohl dich hier zu verklagen. Ja, weil ich das gesungen hab. Like a boss. So. Es produziert Strom. Wenn auch so wenig Strom, dass man es nicht mal wahrnimmt. Ja. Und jetzt, ich hoffe, da können wir überhaupt Macerator anschließen. So, Macerator. Rotator Macerator. Macerator. Wir brauchen einen Machine Block, 3 Gravel, also 3 Flint. Okay, wie machen wir Machine Block? Ach, einfach Refined Eisen. Okay. Ich hab hier gerade übelst viele Rubberwoods gefunden. Ja, brauchen wir allerdings jetzt gar nicht mehr. Nee, Refined Iron, genau. Oh, Spinne, fick. Kevin, ich freue mich ja so, bald brauchen wir keine Kohleöfen mehr. Oh. Zum Glück war ich so schlau und hab mir hier aus Fackeln einen Pfeil in unsere Richtung gebaut, wo unser Haus steht, wo wir steht. Bitte pone mich nicht, doch ich pone dich einfach. Und für mich nicht pone ich dich. Ich bin dumm, wenn man Also ich muss sagen, ich habe immer ordentlich Äpfel zu essen, aber wir müssen uns wirklich bald mal um die Weed Farm kümmern. Damit meine ich. So, ja. Das ist meine Minecraft-Musik? Ja, ein bisschen. Bring mal bitte ein paar Samen mit. Hey, du musst jetzt erstmal hier um mein Überleben kämpfen, weil mich gerade ganz viele Creeper verfolgen. Enderman und das Glück von mir. Und ich hab ein bisschen wichtige Sachen in meinem Inventar und ich hab schon gedacht, die mit dem. Wo bekommt man eigentlich Samen her? Oh, ist Gras. Wenn es kein Gras gibt. Dann ist das so. Alter, das steigt echt behindert. Fuck, Digga. Ich sitze ein Creeper direkt vor dem Rapier an, ich denke, der ist vorbei. Sieht ja aus noch im Anliegen. Ich hoffe, ich kann das Kabel überhaupt so hoch bauen. Oder wer da? Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Ich werde jetzt einen Gang aufheben. Später die Kabel durchlaufen nach oben. Hi, Herr Kev. Es gibt noch nur verschiedene Art Rubberwood, ne? Was denn? Das ist ganz komisch, ja. Sieht so aus wie ganz viele kleine Holzstücke. Als Stamm. Oh, na guck mal, hier könnten wir theoretisch unsere Solarzellen hinlegen. Guck mal, wir sind genau neben dem Cave Cap. Wusstest du das? Das ist gesagt. Das ist immer so ein Cave-Geräusch. Aber hier das ist ein ganz kleiner Cave, nur wo es direkt an die Oberfläche geht. Und hier ist Gravel, wir brauchen Flint. Oh cool, und direkt Flint gedroppt. Und ey, sogar schon ausreichend fast. Ein Flint noch. Nee, ich brauche ich 4 Flints? Ich glaube, ich brauche 4 Flints. Ja, okay, jetzt habe ich genug Flint und ich habe Gravel. Nee, dann baue ich den Boden hier mal kurz zu Gravel um und dann werden hier die Solarzellen reingepflanzt. Ist doch ganz einfach. Bauen wir hier kurz Gravel hin. Ach, das ist... Solarzellen. 1, 2, 3. Erstmal die hier, da 3 Stück und dann weiter schon. Jetzt müsste ich theoretisch aber die Decke wegbauen. Ist ja erstmal kackegal, wie wir Strom erzeugen, Hauptsache wir erzeugen Strom. Ich habe 13
10 Saplings von diesen komischen Bäumen, wenn ich gedacht habe. Weil ich wollte das Wasserkraftwerk, auch wenn es jetzt nicht wirklich was bringt, ich will mir den kaputt machen. So, ach, hier sind gebrannt. Gut, dann, lol, Kevin. Wo sind die Refined Iron? Hast du die zurückgepackt? Ach ja, genau. Wir müssen nämlich einen Maschinenblock bauen. Schienengang Joe. Hä? Schienengang Joe. So, dann brauche ich, ach, ich brauche wieder einen Circus. Dafür brauche ich 6 Kabel, ein Refined Iron und ja. Kevin, gehst du mal bitte Gummi ernten kurz? Oder wollen wir erst mal schlafen vorher? Ich mach ganz kurz Refined Iron, während wir pennen gehen. So, dann lass pennen gehen. Komm ins Bett, du Hinson. Tree-Tab dabei? Ja. Was? Ich hab das Geräusch gerade gehört. Oh mein Gott. Er hat ein Geräusch gehört. Das kann weg, das ist... Wenn wir alle sterben. Holz. Holz, Holz, Holz. Sonstiges. Wertvolle. Ey, ich hab doch noch 2 Circles. Oh fuck, da ist ein Skelett gespawnt. Kacke. Wo ist es? Wo ist es? Hallo, dreckiges Skelett, stirbst du auch irgendwann mal? 12 Stück habe ich dir jetzt mitgebracht von Sticky Wizard. Ja, ich hab sogar noch Circuses, also. Pack ich mal Wertvolles rein, ne? Ich muss sowieso gleich noch Circuses machen. Ah, wie craftet man? Wie hat man die jetzt gecraftet? Generator? Circus, Cobblestone, Flint, Machine Block. Cobblestone habe ich, Circus habe ich, und Flint habe ich. Wie war das jetzt? Cobblestone? So. So. Und Flint. Mechanator. Double Trouble. Mechanator. Gut, dann muss ich jetzt Kohle nehmen und Kohle das da stellen. So. Alter Schwede, zieht er die Power da raus. Kacke. Also die Dinger liefern nicht mal genug Strom, um einen Macerator anzutreiben. Also werden die wahrscheinlich auch niemals genug Strom liefern können. Oh Gott, wie viel brauche ich davon? 3. Kevin, hast du zufällig Sand mitgebracht irgendwann mal? Nee, ne? Ach, das habe ich vergessen. Ja, dann gehe ich jetzt Sand holen. Dann mache ich mir aber kurz noch neue Tools. Wir sind gleich im Arsch. Holz, habe ich Holz dabei? Nein, habe ich nicht. Ich habe noch einen Rubberwood. Warum das? Aber du musst die kompletten Dinger darum wegmachen, ne? Ja, geil. Okay. Bin ja schon. So. Eigentlich wollte ich die Solarzellen jetzt auf unser Dach packen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, wenn da schon so ein Cave-Eingang ist, warum nicht benutzen? Ich guck gerade mal, wo der überhaupt ist. Der muss ja irgendwo hier sein, ne? Ist das wirklich der hier oben? Nee, welcher Cave-Eingang ist denn das? Ist ja krass. Thank you.
werde jetzt mal gucken, dass ich alles wieder brauche, um es überhaupt bauen zu können. Perfekt, 48 Glas brauche ich dann jetzt erstmal. Ich würde echt mal gerne wissen, wo der Cave-Eingang ist, in dem ich eben gerade war. Ist das der hier? Nö. Krass. Kein Plan. Dann können wir auch gleich oben Glassteig reinhauen. Irgendwie sehen die Bäume voll hässlich aus. Welche? Lava Wood. Ich baue das erstmal alles weg. Ich muss mal ganz kurz sortieren. So. Jetzt kann ich ja alles wiederholen. So. Kreosoteöl. So, was brauchte ich jetzt? Jetzt habe ich Kohledust. 5. Das Ding hat auch fast keinen Strom mehr. Gut. 5. Jetzt muss ich nochmal gucken, was brauche ich denn jetzt für ein Solarpanel. Jetzt muss ich nochmal wieder einen neuen Generator craften. Okay, also ein Iron Furnace bauen. Ja, ist das kostenaufwendig, Mann? Iron Furnace, ich brauche gleich 2. Nee, kann ich gar nicht. Kevin, wir brauchen neues Eisen. Müssten wir wieder in Cave gehen. Nochmal in Cave gehen. Ja, wir brauchen etwa. So, 3 Refined Iron, die habe ich schon gebrannt gehabt. Digga, wie langsam sich die Badbox auflädt. Ja, diese Wasserkraftwerke sind echt extrem dreckig. So, und eine Batterie. Ach ja, da brauche ich Zinn, Redstone, Zinn, Redstone und ein Kupferkabel, A-Cave. Wir brauchen unbedingt auch wieder Redstone. Ja. Wenn Wappning ich mich mal für den Cave kann. Digga, hast du das ganze Essen aufgefuttert? Nein, das ist alles in der Kiste da drin. Da sind 8 Steaks, 2 Cooked Chicken. Jetzt habe ich einen Generator. Wie war das jetzt mit dem Generator? Jetzt brauche ich noch 2 Electronic Circus. Das heißt, ich brauche einen habe ich noch. Also ich brauche ein Refined Iron. Da brennt Glas. So, ein Refined Iron. Nein. Diesmal bin ich schlauer. Das habe ich. 6 Kupferkabel. 6. Ich habe 2. Ja. Ey, Kevin, ach, da ist das Gummi. Okay, da muss ich auch noch Gummi brennen jetzt. So. Jetzt geht's ans Craften. So. Was man nicht alles tut, um eine verkackte Solarplatte hinzukriegen. Ja. Die Dinger sind echt verkackt langsam. Das ist echt schon eklig, wie langsam die sind. So, Iron Ingot. Hey, ich mach mir nochmal aus dem Eisen eine Spitzhacke. Ich brauche aber auch noch Eisen. Kann ich hier die erste Solarplatte nicht bauen? Wie viel brauchst du? Weiß ich nicht. Guck nach. Ja, warte. Craft ich das jetzt? Das brauche ich. Ich muss jetzt, ja, warte, ich baue kurz. Was? So. So. Das ist noch ein Circus. Nee, ich brauche nicht. Du kannst erstmal machen. Dann brauche ich jetzt Glas. Und Dust. Und jetzt fange ich an. Jetzt werfe ich meine erste Solarplatte. Nee, wie war denn das? Hahaha, schon wieder vergessen. So, das Electric Circus, die Kohle, das Glas so. So, ich geh jetzt nach unten. Ja, mach das. Kohle so und Electric Circus so. Hä? Wo ist der Fehler? K-
Coal Dust. Oh. Hab das vertauscht. Und was springt mir hier gleich ins Auge? Wieso geht das jetzt immer noch nicht? Ja, das stimmt. Und der greift mich an. Okay, das fehlt. Kevin, jo. Ich kann dich beglückwünschen. Unser erstes Solarpanel ist soeben vom Stapel gelaufen. Okay. Und jetzt kann ich hier mal kurz Cobblestone holen. Und baue da mal kurz eine Konstruktion für. Ne, das baue ich mit Holz. Schön aus. Und zwar, die müssen ja auch voll im Sonnenlicht sein. Baue ich uns einfach so eine Art Dachterrasse. Fuck off. Das wäre toll, voll verbaut, egal. Juckt nicht. Ich fühle mich wie am Meer. Werden wir jetzt langsam komplett vollbauen mit Solarpanel. Das wird zwar lange dauern, verdammt lange dauern, aber egal. So, erste Solarplatte da. Ja, super, ich habe in unserem Mega-Cave noch einen größeren Cave gefunden, der dahinter war. Ja, ich brauche jetzt erstmal richtig extrem viele Kupferkabel. Gott sei Dank brenne ich gerade so verdammt viel Gummi. Ob ich mit 14 Kupferkabel das packe, müsste ich ja eigentlich, ne? Bam, bam. Naja, wird knapp werden, glaube ich. Ja, das habe ich nicht gepackt. Oh, ich kann mir noch mal einmal machen. Weißt du, wenn ich ausrasten würde, wenn jetzt ein Creeper das zerstört. Alter, jetzt fehlt mir ein verschissenes Kabel. Perfekt. Oh, wie viel Kupfer ich verbraucht habe. Toll, verbaut. Ich höre einen Zombie, aber ich sehe ihn nicht. Das finde ich nicht gut. Lädt sich die Bedbox jetzt schneller auf oder soll ich hier oben einfach die Bedbox jetzt hinbauen? Ach, die Bedbox lädt sich gar nicht auf, weil es Nacht ist. Gut. Da oben können jetzt aber noch mehr Solarpaneele reingehauen werden. Ich glaube aber, ich will die komplette Bedbox. Kann ich eine Bedbox abbauen? Ich hoffe es. Ja, kann ich. Perfekt. So. Dann baue ich das hier weg. Und das hier. Hä? Null Strom? Warum null Strom, Digga? Weil Nacht vielleicht? Nee, aber nicht. Null Strom dürfte es dann ja auch nicht sein, wegen den Wasserdingern da. Aus, vielleicht ist das Kabel schon zu lang für das Schussteil. Immer noch ohne Strom, das verstehe ich jetzt nicht. Mach ich das anders, baue ich das da drauf? Hä, immer noch null Strom? Ich bin jetzt richtig verarschen. Produzieren die auch. Produzieren Wasserkraftwerk nachts auch nicht? Doch. Ist ja krass, warum kriege ich hier keinen Strom mehr? Es ist ja krass, warum kriege ich jetzt keinen Strom? Eben gerade noch bekommen und jetzt nicht mehr, oder was? Kriege ich wieder Strom, wenn ich es wieder da hinsetze, wo es eben stand? Ja, ist ja unlogisch. Krass.
Ist ja völlig unlogisch. Muss ich das so bauen? Dann mache ich das einfach so. Scheiße. Okay, du solltest einen Macerator niemals abbauen. Das ist kaputt, ne? Ja, habe ich gerade gemacht. Ja. Hey, das war's. Ich die aber nicht wissen konnte. Ja, dreckiges Jungle Wood hier. Okay, wenn wir den platzieren, dann muss er gleich richtig sitzen. Ich baue jetzt erstmal irgendwie das so ein bisschen hier ein. Die Musik passt gerade. Ich hört sich irgendwie Skrillex von hier. Weil ich nur teilweise was höre. Bangarang oder so. Nee, ist es aber nicht. Aber das finde ich ja schon krass. Dass es irgendwie so nicht normal funktioniert, aber wenn es dann so Krüppel anschließt, also so einfach dahinter, dann geht das auf einmal. Ist ja komisch. So, ich habe jetzt so einen kleinen Raum gebaut. Und jetzt können wir die ganzen Macerator und alles einfach neben die Bedbox setzen, in der Theorie. Da, ach, dafür müssen wir das aber auch alles ein weiter hochbauen, genau. Aber da nach vorne, meine ich. Partyrock. Partyrock läuft gerade. Sehr pretty, pretty amazing. So, fuck. Was? Riesengroße Schlucht, geht circa 40 Blöcke nach unten. Unten ist alles voller Lava. Was von der Höhe bin ich hier an? 30. Da könnte man ein Kabel hinmachen, da könnte man da was hinsetzen und da was hinsetzen. Und so ein Kabel. Könnte da was, weiß ich, ein Macerator rein. Ne, da kommen jetzt erstmal zwei Iron Electric Fornens rein. Das ist das nächste, was ich mache. Verdammt, ist mir gerade das Ding vom Kopf gefallen. So, jetzt muss ich sowieso warten. Das kann erstmal da wieder rein. Das kann da rein. Da rein. So, da muss ich jetzt erstmal warten. Oder ich komme einfach in den Cave und baue mit dir mit. Vielleicht das Lust noch wahrscheinlich nicht finden. Ja, oder bau da irgendwo was ab. Ich bin Koordinaten 430 plus 130. Du hast unser komplettes Essen dabei, du Idiot. Ich habe nur einen Apfel dabei. Ja, du hast aber unser komplettes Essen aus der Truhe genommen. Ja, das ist in der Essenstruhe, die Kopf. Oh, cool. Nehme ich mal Fleisch mit. Werde ich mich mal in den Cave gesellen und gucken, was ich da so finde. Also, erstmal Kohle gefunden, direkt am Eingang. Der Uran ist so fest in der Erde drin, dass ein Creeper das nicht wegspringen kann. Wieso ist hier gerade ein Creeper auf Uran explodiert, oder was? Ein Creeper auf Uran. Oder über Uran. Ist hier gerade einer explodiert, oder was? Ja. Krass. Schick mein Inventar voll. Das kann ich hochschmeißen. Ist da noch was? Nee. Ich denke mal, überall, wo mit Kobbel gebaut ist, finde ich nichts mehr. Da ist noch unbebaut. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Kackding hier? Kupfer, das ist langsam immer wichtiger. Also ich hätte nicht gedacht, dass Kupfer nochmal so verkackt wichtig wird.
Wie, wo bist du? Jetzt bin ich wieder da, wo ich eben gerade schon war. Ist irgendwas Grünes. Und hier ist ein verdammt langer, fetter Gang. Ich laufe erstmal durch. Okay, der ist unendlich und da ist ein Creeper. Also kann ich... Oh, Zombie-Geräusche. Gut, der ist fast unendlich und da ist ein Creeper, also fange ich hier vorne an abzuarbeiten. Fuck, hier ist ja richtig viel noch. Voll sabbelig angefangen und jetzt ist es die ganze Zeit fast still. Was kann man den Leuten denn noch? Die Spannung. Oh, die Spannung. Ist wahrscheinlich voll langweilig. So, ich stelle jetzt hier eine Truhe hin. Erzähl den Leuten mal was Interessantes. Ich. Ja. Ich habe nichts Interessantes zu erzählen. Doch, du fährst Roller. Wow. Oh, hier sind Mini-Slimes, die mich angreifen. Nicht. Ich glaube, sie... dass sich hier irgendein Arsch dafür interessiert, dass ich Roller fahre. Ich doch nicht. Ist besser als nichts zu sagen. Hallo, Mini-Slime. Hallo, Leute. Ich fahre Roller. Super. Das haben wir hier ist ein Mini-Slime, der mich anhüpft. Kupfer. Krasser Scheiß. Du bist direkt über mir. Lol. Ich echt. Ich mal runter. Nö, hier ist voll viel. Boah, ich hab Schiss, da war eben gerade noch ein Creeper. Ey, an deiner Stelle würde ich irgendwo eine Sicherheitstruhe anlegen. Nö. Ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Ja, Und dann kommt ein Creeper von hinten und sprengt dich hoch. Da war ein Creeper eben gerade noch. Ich weiß jetzt aber nicht, wo er abgeblieben ist. Kann doch nicht einfach verschwunden sein. Das finde ich ja jetzt schon aggressiv. Eben gerade war da noch ein Creeper, jetzt habe ich gerade ein bisschen Schiss. Oh, die Musik passt gerade so krass krank geil dazu. Das ist so ein Dark Hip-Hop Beat. Creeper! Oh, er hat mich nicht erwischt, Digga. Das war verfickt knapp, der kam echt aus einer Scheißecke gekrabbelt. War. Wer weiß. Creeper. Wie? Vor mir. Achso. Boah, ich habe meinen ja Gott sei Dank noch rechtzeitig erwischt und weggekickt so ein Stück, sonst hätte er mich einfach eiskalt mitgenommen. Ja. Fuck Spinner. Und Zombie, Digga. Fuck Gott, ich muss hier weg. Jetzt kommt von da ein Skelett, Digga. Was geht hier ab, Digga? Fuck. Okay, ich bin gerade mitten in einem Loch. Wenn jetzt ein Creeper zu mir ins Loch springt, bin ich down. Ich überlege gerade, ob ich mich einbaue. Ja, jetzt kommt hier auch noch der Creeper an, oder was? Der Creeper? Nein. Toll. Zum Glück habe ich eine Sicherheitstruhe angelegt. Verfolgt mich voll, der kleine Slimey. Nee, ich habe ihn voll lieb gewonnen. Der ist voll niedlich. Der flobert mich die ganze Zeit an. Ich wette, der lockt jetzt heimlich Creeper an und gleich bringt er mich um. So eiskalt erstmal einen auf Freundschaft machen und dann... Bam, tot. Bam, voll in die Fresse. Ich habe ein Smaragd gefunden oder so ein Kack. Hier ist echt verfickt viel los. Das weiß ich aber nicht, wie ich wieder zu meiner Truhe komme. Okay, das ist ein Gang, der ist gut ausgeleuchtet und hier ist keine Möglichkeit, dass der Creeper kommt, außer von der einen Seite, wo der Slime gammelt. Voll krass, dass der Slime überlebt hat, die Creeper-Explosion. Stirb. Mach mal so, dann sehe ich wenigstens noch, wenn das Viech angelaufen kommt.
Ey, ich kann dir einen Tipp geben. Oder ja, mega Schleim. Oh, der Slime ist verreckt und Slime-Kügelchen gegeben. Pass auf, diese fetten Slimes kann dich töten, killen. Ich gebe dir einen Tipp. Mach mit F5. Dann siehst du auch einen Creeper oder so von vorne oder so kommen. Ich weiß gar nicht, ob das gerade. Ey, wieso bist du auf meiner Höhe? Du bist über mir fast. Ja, weil ich gerade meine Sicherheitstruhe suche. Ja, die war doch eben noch unter mir, also bist du viel zu hoch. Was ist denn das? Ich habe schon wieder 28 Zinn. Und Silber habe ich auch wieder ganz viel. Das wird aber auch echt benötigt. Also die Musik, die passt echt gut zu dem KE4. Die ist zwar nicht ganz so gruselig. Ach, Silbe. Ey, weißt du, wie ich hier runterkomme? Ja, da, guck mal, folg mir mal. Hier war ich über dir. Grab dich hier runter. Ich hab ja nichts. Ja, ich kann dir auch nichts geben. Doch kann ich. Hier, komm her. Danke. Jetzt habe ich zwar selber fast nichts mehr und muss gleich aus dem Cave raus, aber egal. Du wolltest doch nicht so lange bleiben. Ja, ich wollte aber eigentlich noch genug finden. Um wenigstens einen weiteren Solarzelle bauen zu können. Obwohl, ich könnte erstmal gucken, ob die erst überhaupt funktioniert. Was ist denn jetzt hier Priorität, was du unbedingt brauchst? Extrem viel Eisen und Redstone. Oh, Slime. Nee, Portler Enderman. Kupfer ist auch ein bisschen Priorität, aber nicht ganz so heftig. Hier ist gerade was hochgeflogen. Ich habe Redstone gefunden. Lass mich jetzt nicht sterben. Was sagt ein Creeper zum anderen? Bumm.
Ja, ich gehe jetzt auch erstmal meine Sachen hoch. Ja, ich weiß immer nicht, wo ich die Hand bis mal wieder. Ich krabbel mal hoch in den Minenstollen, meine Sachen wegbringen und gucken, wie die Bedbox so läuft. Ja, das Doofe ist, ich habe gerade meine Truhe komplett in meinem Inventar und wenn ich jetzt abnippel, haben wir wenig Items. Ich legge hier am Kiesfest, scheiße. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt wirklich Strom produziert, aber ich glaube, das steigt schneller als sonst. Ja, tut das. Sie produziert Strom. So, dann werde ich mal Kupfer, Zinn, Eisen und Silber brennen. Also, das ist echt voll die Horrortreppe hier für uns nach oben. Warum? Alter, mach das runter, Frau. Ja, ich bin oben, der Endiger. Muss ich jetzt noch brennen. Ich muss auch überall brennen. Ey, hör mal auf, pack das mal in den anderen Ofen. Ich pack das gleich in den anderen Ofen, warte. Wir haben überall einen Ofen, in dem immer eine bestimmte Sache brennt. Ja, die Sachen müssen wir. Voll dazu gepasst, dass ich ein bisschen schneller. Ist eine Solarzelle irgendwo? Ja, du musst da rechts gehen. Da und dann rechts. Hier drunter durch, hier. Hier ist die. Jetzt ist sie noch alleine, bald nicht mehr. Kannst du auch noch ein Cola-Stück reinpacken, ne? Was bringt das? Keine Ahnung, hier aber. Ich glaube, dann ist sie schneller. Kannst du alles reinpacken? Kohlestück, da kommt eigentlich eine Batterie rein, Kevin. Oder eine Batterie. Rubberwood. Mal gucken, ob wir nicht vielleicht noch eine bauen können. Erstmal brauchen wir Redstone Circuses. Gehst du? Lass mal kurz Pen und dann Gummi ernten. Ich brauche nämlich schon wieder Gummi. Komm, lass mal kurz Pen und Gummi ernten gehen. Ja, okay, der ist leer. Der Silberofen ist leer. Wir haben da noch einen Maschinenblock, den können wir vielleicht nachher für den neuen Macerator brauchen. So. Dann lass mal sehen hier. Generator. Wir brauchen auch noch eine Batterie dazu. Die war mit Zinn. Redstone.
Iron vorne. Ich brauche jetzt eigentlich nicht, dass die erbauen können. Der ist echt hässlich. Voll okay. Ich baue den jetzt schön. Mach das. Aber die Schaltung muss komplett so bleiben. Ja, die muss ich nicht an. Ach, ist das herrlich. Ach ja. So, wollen wir mal gucken, wo wir hier waren. Ach ja, Refined Iron haben wir gebraucht. was wollte ich jetzt nochmal machen? Ich hab's vergessen. Hier, Generator. So, Iron Components. Refined Iron. Batterie. Generator. So, wie ging das jetzt weiter? Der Boy, hast du schon Gummi geholt? Was ist? Hast du schon Gummi geholt? Du bist jetzt einem Gaumen. Dann geh ich kurz Gummi suchen. Zum Ausgehen. Ach ja, ist das herrlich. 5. Oh, ein Gummi noch, dann kann ich den letzten Circus bauen. Ach scheiße, jetzt brauchen wir wieder den Liberator. Die neuen Lord Kevin werden angegriffen. Die Russen kommen. Was? Ich bin wirklich, dass Dani noch nicht geschrieben hat, ich will auch spielen. Kommt hier mit deiner Wüstendigga nach oben. Und das Niveau sinkt. Nee, das ist voll keine ganz gestiegen. Besser als vorher. Warte. Muss nur aufpassen, dass er dir nicht von unten in Schokokrossi beißt. Ja, was hast du hier eigentlich gebaut? Eine Holzplattform oder was? Ja, irgendwie schon. Ich wusste nicht, was ich anderes bauen sollte oder wie ich das besser bauen sollte. Statt das Ding einfach irgendwo hinzustellen. Das ist ja langweilig. Ach, du
bist schon so ein Schoko-Crossi. So, das hab ich. Glas hab ich, jetzt brauche ich Coal Powder. Jetzt muss ich mir einen neuen Macerator haben. Oh, der ging fest mit dem Gaumen. So, und das ehe ich auch so, dafür habe ich ja noch alles. Ich brauche noch Flint, Flintstone. Ey. So, jetzt muss ich hier mal kurz Gravel durchblöhen. Bau mal bitte den Gravel ab, ich brauche einen Flintstone. Okay, ist gut, ich hab. Ich hier Gravel hinbauen, ich baue mal ab. Ich kann nicht mehr. Ich kann echt langsam nicht mehr. Ich kotze mich gleich ein. Ja, warum haben wir unten fast ein 64er Stack Glas und oben noch nicht mal Fenster drin? Ja, das war ich mir auch manchmal. Ich knall da oben jetzt Fenster drin. Ist das herrlich oder was? Ey, ne, am Anfang waren wir voll lustig drauf, dann hatten wir eine Debriefphase und jetzt lachen wir durchgehen. Ey, was ist das hier jetzt für ein Fake? Achso, das ist Charcoal. Lol, unser Haus besteht aus ein bisschen Glas jetzt. Vor allem, da wächst ein Baum in dem Haus. Nur falls dir das nicht aufgefallen ist. In unserem Haus. Ja, das ist Glas durch unser Haus. Ich wächst ein Baum durch unser Haus. Hast du so ein Free-Tab-Ding? Achso, das muss ja Kupfer sein. Ja, in der einen Kiste liegt noch ein. Wir brauchen nämlich auch noch Gummi. Was mache ich denn hier? Hä? Was baue ich denn? Achso. Ja, wie baut man denn Gummi? Boah, dieser Macerator, der arbeitet auch wie so eine kleine Fistbirne so langsam. Ey, wie baut man so ein Ding nochmal? Nimm deinen Schwanz und hau ihn auf dem Holzbrett. Genau. Hat das gerade echt gemacht? Hörte sich klein an. Ja, mein Finger. Ja, dein dritter Finger. Was, Levino 3, bist ein Schwerkrüppel. Oh, das erinnert mich an den Film von Radio Hamburg. Hä, wieso? So, erzähl mir, wie ein Krüppel war. Achso, das ist voll fies, Digga, das ist eigentlich, man sagt, Querschnittsbehinderter. Ach, herrlich. Das Niveau steigt stetig nach unten. Ich baue jetzt die zweite Solar. Ich baue jetzt den zweiten Solarpimmel daneben. Ich habe jetzt den zweiten Solarpimmel daneben gebaut. Du heißt mir nochmal Pavel. Aber der jetzt steigt hier, der steigt jetzt schon. Was? Ich habe gesagt Solarpimmel, nicht Pavel. Hm? Ne, wir haben fast kein Iron mehr, ist der klar. Digga, wir haben fast kein Iron mehr. Okay, da haben wir noch ein bisschen was. Kevin, willst du mal sehen, wie sich das anhört, wenn ich deinen Kopf auf den Tisch knall? Mach mal. Matsch in der Birne, das hört sich dann so an. Ja, sag mal nichts, deine Freundin hat mir vom Unterweg in den Kopf gedacht. Ach, danke. Ja, komm vor, ne? Was nennt man dann? Einen Hirnausgleich. Sag mal, ich darf nur so laut sein. Wenn man zu viel hat, muss er sich irgendwo hingeklatscht. Damit ich das irgendein Dummer suchen kann. Ach, scheiße, jetzt wollte ich gucken, wie mein Electric vorne ins baut. Hier Electric Fornens, Iron Fornens und auch mal wieder ein Circus und ich hab natürlich. Wir sind eigentlich angegangen, es wird schon Tag. Wird's Nacht. Seht ihr die Sonne vor Walter Bäume? Walter? Walter Bäume hier, was kann Walter ich sagen? Walter Bäume, ne, weißt Bescheid. Vor Leuter. Ja, ich weiß gerade nicht mal mehr, wie man so ein komisches Circus-Ding baut. So, okay. Jetzt habe ich euch ja so ein Free-Tab gebastelt, 3 Stück und hier, wir haben noch einen. Und wir haben noch einen. Ich brauch Gummi. Hey, Sticky Wilson, wo ist der Schimpanzee? Gummis brauche ich. Die musst du brennen. Brenn die mal. Sticky Wilson. Hä? Soll ich brennen? Ja, dann wird da Gummi draus.
draus wird Gummi.